So, Leutchen, weiter geht's mit Pokémon Schwarz. Wir sind noch gerade in, weiß ich nicht, Gavina oder wie auch immer es heißt. Und im letzten Part haben wir mit Jesus, ja, für mich heißt er Jesus. Ich meine, wenn man richtig ausspricht, dann heißt er halt so. Und ja, das ist, weiß ich nicht. Dann haben wir noch einen getroffen, der ziemlich schnell labert. Und ja, und es labern wir ein paar Menschen voll, gehen einfach in die Häuser rein. Und das ist eigentlich voll die Belästigung, aber wenn sie meinen, es ist in Ordnung, dann machen wir es auch. Oh, irgendwie labern die eh nur Scheiße. Oh, ja, ja, ich hasse es, dass ich so viel mit denen labern muss. Ich will das gar nicht, aber naja. Ja, wir gehen jetzt, glaube ich, in die nächste Stadt rein. Aber hier können auch in andere Häuser. Ich weiß nicht, bringt es uns das irgendwie was? Lass mich, alten Mann, dir etwas sehr Nützliches verraten, einverstanden? In deinem Team können sich bis zu 6 Pokémon gleichzeitig befinden. Weil die ja... Moment. Oh, jetzt muss ich Brunos auch noch heilen. Diese kleine... Nein, ich wollte nichts Böses sagen. Mm-mm. Hallo? Was für ein wunderbarer Ausblick. Und erst dieser schöne Klang. Im Nu sind alle Sorgen vergessen. Ich liebe diesen Ort einfach. Das ist sehr schön für dich. Ich finde ihn auch sehr reizend. Ja. Er reizt meine Haut weg und mein Herz. Hallo? Darf ich dir mein Lieblingsstück verspielen? Ja. Okay, fein, dann spitz die Ohren. Sehr schön, und du? Möchtest du mich trommeln hören? Oh ja. Solange mein Herz im Takt noch schlägt, lass ich die Trommeln ertönen. Yay, voll Party hier drin. Okay, nein, das war's jetzt. Es reicht, es reicht. Ah, raus hier. Einfach raus hier. Ich muss vor, weil wir so langsam laufen. Wir müssen ja noch Brunos heilen, diese kleine, kleine Blöde. Nein, sie ist toll. Sie ist ein Schweinchen. Hi, Babe. Oh Mann. Wegen Schweinchen Babe, versteht ihr? Ja, und es ist eine Sie und ein Schwein und Babe halt. Und okay, ich glaube, ihr versteht mich. Gut. Es ist 17.17 Uhr, Leute. Ich glaub's nicht. Es ist so wunderschön. Ich glaub's nicht. Hallo. Die Pokémon setzen sich stets mit Leibeskräften für uns Menschen. Im Gegensatz lassen wir ihnen unserer Zuneigung zuteil werden. Ja. Ich möchte hier sehr schnell weg. Hier sind komische alte Leute, die mich voll labern. Dum, dum, dum. Ah. Es freut mich immer wieder, wenn ich die verschiedenen Bekanntmachungen auf der Leuchtschriftanzeigetafel lesen kann. Wo immer ein herbes, frisches Lüftchen aus den angrenzenden Wäldern weht. Ach so, ich dachte, das geht weiter. Okay. Oh nein. Kriegen wir einen Anruf. Hallo? Hallo, wer ist da? Oh, Mom. Ness, ich bin's, deine Mutter. Wie geht es dir denn so, mein Schatz? Hast du dich schon mit deinem Pokémon-Team angefreundet und genießt die gemeinsame Reise mit ihm? Es ist eine... Sie. Und wir sind alleine. Ich rufe nur an, weil ich mal wieder deine Stimme hören wollte. Ich bin gerade mal 5 Minuten weg. Oder so. In Ordnung, ich leg dann mal wieder auf. Das gibt unnötig Kosten. Du bist doch hinter mir. Ness. Endlich habe ich dich eingeholt. Du bist ja schon weit gekommen. Warum stalkt die mich so? Professor Escher sagte mir, dass du wahrscheinlich auf dem Weg nach Orion City bist. Ja, wegen... Ich sag es nicht. Ich habe übrigens noch ein Geschenk für dich, Ness. Hier, probier sie am besten gleich mal an. Turbotreter. Oh, sure. Nein, Spaß. Wenn du in die Turbotreter schlüpfst, bist du 0, nix am Ziel. Hör kurz mal zu, ich... Halt den B-Knopf gedrückt. Ja, schadet eben nicht, hin und wieder mal aufzuräumen. Ness, du bist nicht allein, das weißt du doch hoffentlich, oder? Ich habe Brunos. Dein Pokémon-Team ist stets an deiner Seite. Und auf deine Freundin ist jederzeit verlassen. Und auf dich nicht, oder was? Ach, wollte ich gerade schon sagen. Und vergiss deine Mutter nicht, die dich immer in ihrem Herzen trägt. Also dann, ich wünsche dir viel Glück und Erfolg auf deiner Reise. Geh weg, ich möchte alleine meine Reise antreten. Hallo? Trainerkämpfe sind eine ernste Sache, von der man nicht weglaufen kann. Na, versuche ich doch erstmal. Nein! Ein Yorklef! Mein Hals. Gegen das werden wir jetzt auch mal einfach kämpfen. Oh Gott, mein Hals. Ein Frosch. Wolltest du mich gerade echt mit wegbremsen? Ernsthaft? Mit einem Tackle? War das Tackle? Weiß ich gerade nicht, ich glaube schon. Yay, Level 5 Brunos! Schnüffle, oh, das Wichtigste, was man braucht. Es ist so wichtig. Ohne das könnt ihr gar nicht weiterkommen. Trank, ich glaube, ich habe jetzt 4 oder so. Das heißt, ich kann mich hier ein bisschen austoben und muss nicht die ganze Zeit zurückrennen. Ah, Pokémon. Oh, ein Nagelotz.
Nagelotz, meine ich. Das ist für mich jetzt ein Nagelotz. Falls, weiß ich auch nicht. Es ist, weiß ich auch nicht. Wow, was? Wieso habe ich... War es ein Volltreffer oder was? Oh nein, komm schon. Ich möchte dich töten. Lass dich töten, bitte. Sei ein braves, komisches Hamsterding. Ein Nagetier. Wenn der Blick eines Trainers den einen anderen trifft, heißt das nur eins. Gleich kommt es zu einem Kampf. Oh, 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 gefährliche Musik. Teenage Edmund von Narnia oder was? Aha. Interessant. Wo ist deine Schwester? Oh, da fällt mir ein, wir haben ja dieses Narnia-Spiel für die Playstation. Und dann gibt's ja Peter, Susan, Edmund und diese Kleine da. Und ich hatte halt immer Edmund und die Kleine und man konnte die immer so verbinden, was weiß ich. Also hatte immer Edmund sie an der Hand genommen und so hinterher geschlittert. Und Peter hatte Susan immer auf dem Rücken und ist dann auch so rumgelaufen. Ich fand's immer so lustig. Ja, keine Ahnung warum, aber es war einfach cool. Wie, was? Du bist zu stark. Ich weiß. Deine Schwester fehlt dir. Hallo? Hey, du. Ich habe etwas ganz Tolles vor. Willst du nicht zusehen? Ja, klasse, dann schau mal gut zu. Hup. Oh mein Gott, Applaus. Ha. Hast du das gesehen? Du kannst hier runterspringen und den Weg abkürzen. Nicht schlecht, oder? Aber raufklettern kann man natürlich nicht. Nope. Okay, benutzen wir mal einfach einen kleinen Trank für... Ich meine, wir haben genug und... Yay! Hi, Lilai. Nicht nochmal ein Bit. Nein! Boah, jetzt habe ich es zweimal benutzt. Scheiße. Weiß ich nicht. Hallo, kämpfen? Kämpfen. Hallo. Ich liebe den Pokémon-Kampf über alles. Mein süßes Pokémon ist viel putziger, wenn es sich so richtig ins Zweig legt. Hast du eine Katze? Ich wette mit dir, du hast eine kleine Katze, die Felilu heißt. Mali? Natürlich hast du eine Katze. Weil die anderen Viecher hier am Anfang nicht so süß sind. Oder eher gar nicht süß. Die Katze geht ja wenigstens noch. Und wir werden sie trotzdem töten. Nein, Bruno, los, mach sie fertig, los. Genau so muss das. Immer schon, ja, brennt sie am besten noch. Oh, brennst du jetzt wirklich? Das ist so traurig, weißt du das eigentlich? Ich meine, das heißt, dass du jetzt noch mehr sterben wirst als vorher. Das gibt zwar keinen Sinn, aber wir tun einfach mal so, als ob es Sinn ergibt. Yay. Heute ist Sonntag, ich habe keinen Bock, morgen zu arbeiten. Oh, keine Lust. Mein Pokémon ist total süß, auch wenn es verloren hat. Ja, darum geht's, dass es süß ist. Dann mach auch keine Kämpfe, wenn du nur willst, dass es süß aussieht. Kämpf mit mir. Ah, Yorklef, vor, Yorklef, vor. Los, mein Yorklef, zeig's ihnen. Yorklef. Aha. Mhm. Mein Schweinchen wird gewinnen. Erwin? Erwin, ist das nicht die, von Animal Crossing, die Ente, die blaue mit der Brille? Ich glaube schon. Oh Mann. Ach ja, die schöne alte Zeit. Ich bin doch gerade mal 18, warum? Ist dann gut. Ich denke immer, ich bin 17, aber ich bin 18. Ah, scheiße. Brunus wurde erkannt. Oh, scheiße. Du scheiß Stalker. Doch, du bist pervers. So was sind pervers. Oh Mann, hör auf, mich selber anzublicken. Mich angesilbert. So, jetzt ist er tot. Das war die Rache. Ja, hör auf rumzubellen, wirklich. Das reicht mir. Hab schon wieder keinen Bock mehr auf dich. Welche Attacken setzt dein Pokémon ein? Ja, hast du doch gesehen. Glut, Glut und nochmal Glut. Genau das. Das ist voll die Kombi. Und wir gewinnen. Deswegen werde ich... Level 7? Oha, das geht mir zu weit. Töte es. Schnell. Ein Volltreffer. Es brennt. Schnell, stirb. Stirb. Schnell. Oh Gott. Warum kannst du jetzt nicht ganz sterben? Das regt mich gerade voll auf. So, jetzt bist du tot und wir haben ein Level up. Für unseren Prunus. Unsere. Es ist ein Sie. Aha. Daran müsste ich mich erstmal gewöhnen. So, raus aus diesem Scheiß. Ah, gut geschafft. Und hier sind zwei Pokebälle. Haben wir von da oben gesehen. Oder man sagt, ach, so eine schöne Aussicht oder so. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Und Trank, ja. Danke, den ich eben verschwendet habe. Das war ein bisschen blöd. Aber ich meine, Prunus hatte nicht volle KP. Diese 2 KP mussten auch noch voll sein. Hey, Ness, bleib doch mal stehen.
Nope. Na los, lass uns kämpfen. Mein kürzlich gefangenes Pokémon ist auch schon etwas stärker geworden. Fangen wir an. Mm-mm. Will nicht. Nest vs. Bell. Oh, sie guckt voll böse. Habe ich eigentlich braune Augen oder welche Augenfarbe habe ich da? Weiß ich gerade gar nicht. Yay, mach mich voll K.O. und so. Hallo. Na, willst du kämpfen? Ich habe eben schon gegen einen Yorktep gewonnen. Oh Mann, gewonnen. Ah, Folge. Oh, cool. Danke, danke. Fand ich ganz cool von dir. Ja, so muss das sein. Jetzt hast du noch dein Scheiß. Tolles Zappy voll, aber noch hast nichts verloren. Dann versuche ich es eben mit diesem hier. Es hat auch einen Namen, nämlich Serpifeu. Und es ist männlich. Oh Mann, ich habe noch nie erlebt, dass irgendwie meine Gegner, also Rivalen hier, irgendwie weibliche Anfangs-Pokémon hatten. Habe ich echt noch nicht erlebt. Also ich hatte schon ein paar Mal, dass meine halt weiblich sind. Aber sonst war noch nicht. Wie, wo, was? Kann das sein? Stehe ich wirklich kurz vor dem Aus? Jopp. Und stirb. Oh, es war so klar, du Dumme. Mann, hör doch auf. Oh, bist doch scheiße. Hätte ich mir nicht denken können. Ja, komm, verrecke. Und du bist tot. Dam, dam, dam. Also wirklich, keiner hat damit gerechnet, dass sie jetzt verliert. Ich dachte, ich sterbe oder so. Also, nein. Nein! Ein Sieg war wohl einfach nicht drin. Ja. Wie sie da steht. Ihr Rock ist viel zu lang. Puh. Du bist wirklich stark, Ness. Ich werde mein Pokémon auch stärker trainieren, um nicht mehr zu verlieren. Also dann bis bald. Ja, tschüss. Dann geh halt den Weg zurück, von wo du gekommen bist und geh halt einfach nicht in die Stadt, wo du eigentlich hin wolltest. Gehen wir erstmal gleich in die Häuser rein. Warum denn nicht? Hi. Hey, Trainer, hast du auch genügend Pokébälle? Hier, den schenke ich dir. Oh mein Gott, er schenkt mir einen Superball. Danke. Hallo, renn ich weg. Ein Trainer auf Reisen. Wie schön. Deine Familie spricht jetzt bestimmt voller Stolz über dich. Das macht jedes Kind also. Ey, komm her. Ich war neulich im Ausland und habe dort einige Pokémon-Kämpfe bestritten. Oh, und du? Was für Spitznamen haben deine Pokémon denn so? Ein Spitzname festigt die Bindung zwischen dir und deinem Pokémon nochmal ungemein. Ja, bla, bla. Bla, bla, bla. Oh, hier ist auch ein Haus. Gehen wir erstmal rein und gucken uns um und... Hi. Also, ne, mein Pokémon neulich war echt der Wahnsinn. Nach dem Kampf hat es sich doch glatt weiterentwickelt und Form und Aussehen geändert. Wow. Mal entwickeln sie sich mal nicht. Die Pokémon sind wahrlich wundersame Geschöpfe. Ja, weil sie... Manche können sich entwickeln, manche nicht, ne? Auf keinen Fall raufgehen. Da ist gerade ein Experiment im Gange. Vivian hat jedenfalls ein ganz ernstes Gesicht gemacht. Vivian, da müssen wir doch eigentlich hin. Ja, dann kommen wir später wieder. Wenn ihr nicht wollt... Wenn ihr mich... Hi, Lady. Als ich angefangen habe, bin ich auch erstmal brav auf die Trainerschule gegangen. Trainerschule also? Erstmal muss ich meine Pokémon heilen. Mensch, Kapitel, das sind keine... Hier, was? Achso. Ich heile deine Pokémon. So. Vielen Dank. Danke dir auch. Warum bedankt sie sich eigentlich? Also mir war das ja bis vor kurzem nicht bewusst. Aber je mehr Orden man hat, desto mehr verschiedene Items werden einem im Laden angeboten. Schnappst du dir auch immer schön alle Pokémon? Je mehr du an deiner Seite hast, desto besser sieht es für dich im Kampf aus. Außerdem macht es riesigen Spaß, den Pokédex und die Boxen aufzufüllen. Dass man einfach nur Pokémon sammelt und gar keine Bindung mit denen aufbauen will. Das finde ich richtig scheiße, was sie da gemacht haben. Mit euch habe ich keinen Bock zu reden. Ich glaube, das ist die Trainerschule. Hallo. Ich liebe Pokémon und will noch mehr über sie wissen. Und genau dafür gibt es die wunderbare Trainerschule. Ah ja. Die Pokémon haben allerlei mysteriöse Fähigkeiten. Die meisten davon kommen im Kampf zum Trage. Aber nur die meisten. Also geh weg. Man kann die Entwicklung eines Pokémon auch unterbinden. Wusstest du das? Lies dir mal aus dem Buch hier vor. Sobald die Evolution des Pokémon einsetzt, kann man es mit dem B-Knopf so sehr erschrecken. Erschrecken. Dass es in seiner Entwicklung gestoppt wird. Weil es sich erschrocken hat. Wollen wir ein kleines Quiz über Statusprobleme machen? Ja. Also, hier kommt die Frage. Mit welchem der folgenden Items kannst du ein vergiftetes Pokémon heilen? Gegengift. Bingo! Damit legst du Gold richtig. Kommen wir zur nächsten Frage.
Ein paralysiertes Pokémon machst du mit einem Paraheiler Heiler wieder mobil, aber ein Pokémon, das eingeschlafen ist, wächst du womit wieder auf? Aufwecker. Bingo, bingo. Absolut richtig. Absol. Mischa, das Problem kannst du dich aus. Da, kennst du dich aus? Hyperheiler. Danke. Dankeschön. Ein Hyperheiler ist schon was Feines. Schließlich haltet er durch die Bank alle Statusprobleme. Yay, durch die Bank. Wank. Wange. Es gibt Attacken, die man nur mit technischen Maschinen erlernen kann. Eine technische Maschine kann beliebige. Jeremy, was machst du denn hier, hä? Wird dein Pokémon vergiftet, schwinden seine KP nach und nach. Das ist aber nur im Kampf so. Nanes? Suchst du die Arenaleiter? Ja. Gerade eben waren sie noch hier und haben über die verschiedenen Pokémon-Typen gesprochen. Du musst sie knapp verpasst haben. Dunes, tritt mal gegen mich an. Ich möchte herausfinden, wie wichtig der Einsatz von Items im Kampf ist. Ja, höchste Zeit herauszufinden, wie wichtig Items sind. Und wie weit man ohne Items kommt. Aber wir kämpfen hier drin. Das Ganze darf also nicht zu wild werden. Ja, natürlich nicht. Danach sieht wieder alles ganz schlimm aus wie davor in meinem Haus. Wir wissen auch schon, wie es kommen wird. Mal gucken, wie weit du so gekommen bist in deinen 10-minütigen Abenteuer. Dein Otteruhr natürlich zuerst rausholen. Warum denn nicht? Ja, 3-Level-Unterschied. Macht mir erstmal schön mit Tackle tot. Oder auch nicht, weiß nicht. Einfach Knarre. Scheiße. Aber du bist doch behindert. Es gibt ja so viele verschiedene Attacken. Manche treffen einfach immer. Andere bieten dagegen Erstschlag an. Garantie. Ach, Mann. So. Wir werden dich jetzt ganz sanft töten. Nein, keine Sindelbeere. Hör auf, eine Sindelbeere zu haben. Du Penner. Wo habt ihr das gesehen? Der will mich doch verarschen. Geh doch wieder zurück in dein Loch, wo du hergekommen bist. Oder lieber nicht, nee. Scheiße. Bitte kannst du auch sterben. Routenschlag. Willst du mich jetzt totrouten oder was? Totrouten? Okay. Okay, er ist tot. Das ist schon mal sehr erfreulich. Und kein Level ab. Natürlich hast du die Katze. Warum denn nicht? Ja. Es ist echt wichtig, seine Pokémon mit den richtigen Items auszustatten. Ja, ich habe keine Bären, ich habe hier gar nichts. Wie soll ich das machen? Mensch. Zuschuss. Nein. Hutenschlag. Okay, ich habe keine Ahnung, was mir gleich passiert. Wenn ich will nicht sterben, sagen wir es mal so. Aber ich weiß nicht, ob es mich tötet. Heuler. Nee, okay, wir kriegen es hin. Wir werden das hinkriegen. Er hat einmal angegriffen, ne? Einmal. Sehr schön. Warum hast du keine Sindelbeere bei deinem Fililu? Wisst ihr, Leute, was ich eigentlich voll cool finden würde, wenn irgendwie die Pokémon der Gegner auch manchmal so Spitznamen haben würden? Das wäre richtig cool. Muss ich ehrlich sagen. Könnt ihr meinetwegen gerne einbringen. Ich sehe schon. Ich war wohl einfach noch nicht erfahren genug, um gegen dich zu gewinnen. Geld. Warum kriege ich mehr Geld von ihm als von Belle? Das ist voll rassistisch, obwohl es nicht rassistisch ist. Wie erwartet ist der Einsatz von Einzelnen von größter Wichtigkeit. Du hast trotzdem verloren. Jenes, diese Beere ist für dich. Oh, ich bekomme eine Beere. Oh, süß, danke. Gibst du einem Pokémon diese Beere mit, so isst er sie im Kampf von selbst, sobald seine KP schwinden. Für Menschen hergestellte Items wie Tränke kann es aber nicht selbst verwenden. Also viel Glück. Okay, danke. Tschüss. Ja, gehen wir halt weg.